Nadias Leidenschaft ist das Motorradfahren. Sie stellt uns ihre Freunde Mimi und Rosario vor, von ihrem Verein Motorlife. Mit ihrer Motortherapie ermöglichen sie Kindern mit Behinderungen, mit PS-starken Maschinen zu fahren. Nadia will sie inspirieren. Prima i bambini mi vedevano ed erano terrorizzati da me. Ad oggi guardando i miei video su TikTok, sulla moto, tutto questo è cambiato. Per loro sono diventata Iron Nadia. Il trucco! Da persona disabile non mi accostavo mai vicino ad una moto, non riuscivo proprio a immaginarlo. Ad oggi la mia autostima è aumentata tantissimo, mi rende più sicura, più forte e continuerò a farlo. Allora, con le gambe riesco a tenermi, poi con la schiena devo spingere all'indietro, ma soprattutto è fondamentale la fiducia che ho con chi guida. Per me andare in moto è la libertà. La libertà è quella di poter correre come non avevo fatto prima. È un mix di sensazioni, emozioni, adrenalina, paura. E si scatenano tutto in un giro. Il primo giro tendo sempre a chiudere gli occhi per paura. Poi però c'è qualcosa che mi scatta dentro, che voglio vedere cosa succede. E tutto si trasforma in libertà e adrenalina. L'incontro con Nadia è stata all'inizio un bel stravolgimento di vita, nel messaggio che vogliamo portare con Nadia, la normalità di vita. Nadiuccia ogni qualvolta noi dobbiamo andare in moto è super nervosa, poi invece andiamo e via. È un'esplosione di emozione, di gioia, quel famoso vento in faccia che molti bambini non possono sentire, non possono avere. Qui è tutto possibile. Ok, c'è quell'ostacolo, ma ci sono tutti i mezzi per superarlo. Noi lo superiamo con la moto, saltando. Qualsiasi persona lo può superare tranquillamente. Nulla è impossibile. Siamo pronti? Ok. Allora, tu dovrai venire verso di me, mi togli il casco, io con i capelli. Anche dietro. Di qua, dal lato. Dal lato. Di qua. Di qua. Perché deve venire di fronte a me proprio. Di fronte, quindi vabbè, lo riprendo dopo. E poi io con i capelli farò... Aber woher kommen Schönheitsideale? Und warum folgen wir diesem Druck? Wer profitiert von unseren Unsicherheiten und der Unzufriedenheit mit unseren Körpern? Wenn man sich fragt, woher kommen unsere Schönheitsideale, dann würde ich sagen, sind sie momentan, wenn man das Ganze strukturell betrachtet, ein Produkt aus Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialismus bzw. Eurozentrismus. Momentan ist es zum Beispiel so, dass es nicht mehr reicht, dass man mit einem Deo verhindert, dass die Achseln stinken, sondern sie müssen jetzt auch schön sein, weil Deos werden verkauft als Beauty-Elixier-Deo. Empfindliche Achseln? Dann entdecke das neue Deo-Beauty-Elixier von Nivea. 48 Stunden Schutz und extra Pflege, die man riecht, spürt und sieht. Also die Schönheitsindustrie weiß schon gar nicht mehr, was sie optimieren soll, was sie den Leuten einreden sollen, dass sie optimieren sollen, weil sozusagen der ganze Körper schon wie eine Matrix verzeichnet ist mit Produkten, die man anwenden muss. Und so möchte auch die Industrie den Body Positivity Trend für sich nutzen und hat begonnen, mit Vielfalt zu werben, doch meist mit weißen Frauen mit etwas mehr Kurven. Jene marginalisierten Gruppen, die einst die Bewegung gründeten, wurden immer mehr an den Rand gedrängt. Aus einer politischen Bewegung ist mehr und mehr ein durchkommerzialisierter Selbstliebe-Trend geworden. Fette Menschen werden weiter stigmatisiert und meist ignoriert.
Das Thema Gesundheit ist so, so viel mehr als die Kilos auf der Waage. Das ist schon mal, also wenn man dieses Argument ernst nehmen möchte, dann muss man schon mal sagen, dass Gesundheit ja sich nicht nur aus dem Körpergewicht zusammensetzt und sich definitiv auch nicht fördern lässt durch irgendwelche krassen Abnehmkuren, die psychische Gesundheit, die müssen wir auch mit bedenken, ganz stark schädigen und auch überhaupt Langzeitfolgen haben. Und 98% der Diäten schlagen fehl und Leute nehmen das Gewicht, das sie abgenommen haben, später wieder zu oder noch mehr.